Ende des 19. Jahrhunderts von A.T. Still entwickelte Osteopathie mit ihrem Anspruch als ganzheitlich orientiertes Heilsystem zeichnet sich dadurch aus, die Hände zu benutzen, um Krankheiten zu heilen. Die Prinzipien der Osteopathie basieren auf der Einheit des Organismus, seiner selbstregulativen und heilenden Kräfte, der Wechselwirkung zwischen der Körperstruktur bzw. Gewebe und der Funktion bzw. Physiologie. Das Konzept der kraniosakralen Osteopathie wurde Anfang der 30er Jahre von William Garner Sutherland entwickelt. Es besteht in der Anwendung osteopathischer Prinzipien auf den Schädel. Die kraniosakrale Osteopathie integriert außerdem zusätzlich zum Herz- und Atemrhythmus eine weitere homöostatisch wirkende rhythmische Erscheinung im Körper, die primär respiratorischer Mechanismus genannt wird. Und sie verfeinerte zudem die Fähigkeit, mit feinsten Impulsen auf die Fluida Fixationen fester Körperstrukturen zu lösen. Es handelt sich bei der Osteopathie nicht primär um bestimmte Techniken. Deshalb hat auch der Begründer A.T. Still in seinen zahlreichen Veröffentlichungen kaum Techniken beschrieben. Jeder Osteopath wird in seiner Praxis in der Lage sein, eigene Techniken zu entwickeln, die sich individuell an die Erfordernisse des Patienten anpassen. Osteopathie ist eine bestimmte Sichtweise, die therapeutische Vorgehensweisen ermöglicht, Bewegungseinschränkungen zu lösen, um ungehinderte Zirkulation, Nerven- und Energieversorgung zu ermöglichen und Ressourcen freizusetzen, um Heilung bestmöglich geschehen zu lassen. Die Kunst der Ausübung der Osteopathie, das heißt die bewusst ausgeübte Palpation, basiert auf philosophischen und wissenschaftlichen Grundlagen. Über die palpatorische Wahrnehmung von Normalität bzw. von homöostatischen Kräften versucht der Osteopath, sich der Ganzheit des Patienten anzunähern. Die erste und wichtigste Grundlage für den Osteopathen ist die sensorische Erfahrung von Normalität bzw. von Gesundheit im Gewebe. Das ist keine mechanische, technokratische Palpation, sondern eine tiefe, subjektive Erfahrung, die nach Sutherland besonders in einem Zustand innerer Stille erfahrbar wird. Besonders empfehlen möchte ich die Veröffentlichungen Contributions of Thought von W.G. Sutherland, die erste Auflage von Osteopathy in the Cranial Field von H.I. Magoon sowie die Bücher von Roland Becker. Im Folgenden werden die Knochen des Schädels und wichtige anatomische Kennzeichen dargestellt.